Was geht's, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren spannenden Part von Let's Play Pokémon Schwarz und Weiß 2 hier bei Crush 40 Freak 89. Nachdem wir im letzten Part nun auch das letzte Mitglied des legendären Trios Terrakium gefangen haben, sind wir nun in der Riesengrotte angekommen. Dort wird uns wahrscheinlich jetzt das legendäre Kyurem aus dem ersten Teil erwarten. Aber ob dem wirklich so ist, das sehen wir jetzt. Sieht schon mal ziemlich unheimlich aus. Also hier geht es ja nicht weiter. Ich wollte nochmal schnell ganz schnell nachgucken. Ich wollte auch gerade fragen, ob ich noch Top-Schutz ausgestattet habe. Das habe ich nicht. Und es gibt tatsächlich einen Chelatropo als erstes Pokémon. Das ist doch nice. Aber da setze ich dieses Mal einen Flottball ein und da wir in einer Höhle sind, wird auch der Finsterball hier effektiv sein. So, aber diesmal ein Flottball gleich. Wir haben ja zum Glück noch so einige. Wow, und der ist gleich ein Superwurf. Das bedeutet, ich brauche nur noch ein, zwei Ruckler, damit es gefangen ist. Na bitte! Also ein Ruckler und einen Klicken. Das überspringt zwei Ruckler. Chelatropo, das Firn-Pokémon. Es die weiterentwickelte Form von Gelatini. Es produziert Eiskörner, indem es die Luft um sich herum abkühlt und zieht mit in eine Eisschicht um seinen Gegner. Ich meine, diese Pokémon sehen auch wirklich strange aus, wie Eisbecher. Da haben sich die Entwickler ganz schön was einfallen lassen. Team Plasma-Mitglieder. Hey, ihr aus dem Weg! Wo kommen denn die anderen endlich? Was sofort ist von höchster Wichtigkeit. Die Truppe, die sich auf der Route 21 begeben hat, trägt ebenfalls ein gehöriges Maß an Verantwortung, doch zur Aufgabe ist nicht minder bedeutsam. Route 21? WTF? Also müssen wir die erst auf Route 21 besiegen, bevor wir da weiter können? Sehe ich das richtig? Jetzt auch noch ein Keifel! Alter, hier gibt's ja lauter wilde Pokémon aus anderen Regionen, die wir auch noch nicht erwischt haben. Na, dann werden wir mal dieses Pokémon auch einkassieren versuchen. Mit Knirsche. Ach, warum setze ich eigentlich kein Flottball ein? Ach, egal. Ein weiterer Knirsche, wenn es jetzt kein Volltreffer wird, kann es so gut schwächen, dass er auch ein Hyperball ausreicht. Boah. Hä? Was ist denn wirklich nur noch ein KP? Alter, das sollte doch eigentlich noch mehr haben. Was ist denn da jetzt passiert? Aber wenigstens, weil ich dachte schon, ich müsste wieder ausrasten, da es schon wieder nicht geklappt hat. Irgendwie kam jetzt der Knirscher stärker vor als der andere. Aber egal, wir haben jetzt das Keifel. Okay. Mal sehen. Keifel, das Schweine-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Quiekel. Sein Geruchssinn ist stark genug ausgeprägt, um damit Pilze unter vereisten Erdmassen aufzuspüren. Cool. Damit hätten wir schon einen Keifel gefangen. Nice. Aber Route 21, wo ist das jetzt nochmal? Boah, hier? Nein, das ist Route 22. Und es raschelt schon wieder. Okay, vielleicht fliegen wir dann am besten zurück nach... Ach nö, das ist nur eine Molga. Ey, Molga! Sorry. Dich haben wir schon lange einkassiert. Auch wenn du noch so niedlich bist. Auf die Tour falle ich nicht rein. So. Okay. Mein zweites Mal mit dieses Pokémon nicht fangen. Ups. Unterer Bildschirm, da seht ihr die Pokémon. Muss immer dazwischen die Kamera umschalten, das kann mit der Zeit nerven, aber so seht ihr wenigstens ein bisschen ein besseres Bild, sag ich mal. Auch wenn die Kamera sich dann ständig verschiebt. Okay, jetzt muss ich es ein bisschen ruhig halten hier. So, jetzt müssen wir zur Riesengrotte irgendwie hinkommen. Hineingelangen. Dazu müssen wir die Route 21 verwenden. Das ist der Unterseetunnel und da kommen wir wieder zu Ondola. Nach Ondola. Aber wo ist hier bitte schon die Route 21? Das ist die 22, aber Dire City. Da. Da! Richtung Strandgrotte. Da haben sie sich also hinbegeben. Gut. Dann wollen wir mal. Flieg los!
Zuerst sollten wir sowieso ein bisschen meine Pokémon heilen, weil deren AP gehen wieder ganz schön zur Neige. Und wir haben ja wenigstens ein paar Pokémon aus der Riesengrotte mal einkassiert. Aber es gibt bestimmt noch viel mehr zu fangen. Deshalb sollten wir uns jetzt eine Route Ja, richtig, wir haben ja schon von Akromas diesen Akromat bekommen. Damit können wir das Castellita, das uns den anderen Höhleneingang versperrt hat, aus dem Weg räumen. Genau. Und das können wir sogar noch versuchen zu fangen. Wenn es uns angreift danach. Denke ich mal. Aber zuerst sollten wir dorthin. Dann los. Du hast uns jetzt geflogen. Ich hoffe, du kannst noch uns rüberschwimmen. Okay. Och, nervt nicht. Vielleicht sollte ich doch lieber einen Schutz einsetzen, weil ich glaube, hier habe ich schon alle Pokémon. Ja, das Quabbel, auf das habe ich jetzt keine Lust. Aber die Pokémon, ich merke schon, die haben beträchtlich hohe Level. Ich muss echt meine Pokémon ein bisschen trainieren, weil die Top 4, wenn jetzt schon der Arenaleiter über Level 50 hat, also ein Pokémon mit über Level 50, weil die letzte Top 4 hatte maximal Level 48, soweit ich weiß. Nein, Moment. Jetzt muss ich mal nachdenken. Wie viel hat jetzt die Top 4 im ersten Teil noch einmal, während ich hier den Top-Schutz raussuche da? Also Level 48 hatten die normalen Mitglieder. Level 52 hatte N. Ja, Level 54 maximal. Der letzte Boss, der letzte Kampf gegen Jesus. Ich frage mich echt, ob er auch wieder am Start sein wird. Ja, warte. Achso, jetzt bin ich hier so eine... Oh, habe ich das schon? Das Marmolita habe ich noch nicht. Ich bin also jetzt in so einen in so einen Fleck geraten, in so einen Schatten, der auftaucht, ähnlich wie das raschelnde Gras auch im Wasser auftaucht. Also der den raschelnden Gras ähnlich, nur ist es mehr aufs Wasser bezogen und nicht auf den Gras. Was ist das jetzt? War das jetzt, achso, das war Bodyguard. Ich dachte, das wäre Wasserring. Wow, hätte der Knirsch etwas stärker oder bilde ich mir das nur ein? Autsch. Okay, ich sollte vielleicht jetzt schon einen Ball versuchen, aber ich hätte doch lieber den Flutball wieder einsetzen sollen, nicht Lappen. Aber wir haben noch Netzbälle, die wirken auch gut gegen Wasser-Pokémon. Okay, dann sehen wir mal, ob es auch klappt. Eins und zwei und drei. Na bitte. Jetzt haben wir sogar noch einen Marmolita für die Quote. Ja, wir kassieren Pokémon ein, die wir noch nicht haben dazwischen. Dazwischen, die wir noch nicht haben. Marmolita, das Versorger-Pokémon ist. Umarmt verletzte und geschwächte Pokémon liebevoll mit seinen Flossen und heilt sie mit einem speziellen Schleim. Das Janera, das auf dem Wasser lebt. Man könnte es als das Janera, welches auf dem Wasser lebt, betrachten. In Fischform betrachten, wollte ich sagen. Als Janera oder das Ohr doch. Mann, leichter Sprachfehler vor the win. Ich muss echt ein bisschen genauer nachdenken, bevor ich irgendeinen gequirten Blödsinn verzapfe. An der Schwimmerin konnten wir sowieso nicht vorbei, also müssten wir hier lang. War es hier? Auf dieser Seite war es irgendwo. Können wir uns wieder von ihm heilen lassen? Danke. Und auf diesen Schatten im Wasser verzichte ich hier getrost. Er ist sowieso wieder weg, als wir mit dem Arzt gesprochen haben. So, ich habe ja sowieso jetzt Top-Schutz eingesetzt, also müsste ich jetzt hier problemlos durchkommen. Das ist ja wieder so verwinkelt gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man den anderen Höhleneingang nochmal erreicht. Ich glaube, man müsste durch das Wasser kommen. Boah, da habe ich wirklich schlechte Erinnerungen gehabt. Nein, ich muss andersrum. Ich bin jetzt vollkommen falsch. Ja, nochmal weiterhin Top-Schutz einsetzen. Da muss ich irgendwie runter. So, nee. Ich bin ja echt falsch. Da muss ich lang. Und jetzt nach rechts. Genau so. So geht das doch. Kommt wieder so eine Staubwolke, aber auf die habe ich auch keine Lust, weil auch wenn ich habe ja schon Rotomorph und ich glaube auch Stahlobor habe ich auch schon, glaube ich, gefangen. Ich denke, das müsste schon der Fall gewesen sein. So, hier war das, oder? Ja, da. Möchtest du den Akkumat auf den großen Felsbocken anwenden? Klar. Kastellit! Ja, bitte, es greift uns sogar an. Gut. Kastellit! Okay, dann komm mal her, mein Großer.
Du wirst jetzt auch einen hübschen, hübsche Trophäe für meine Sammlung abgeben müssen. Ich hoffe, die Kameraaufnahme sieht gut aus am Blick. So, ich muss möglichst weit in der Mitte bleiben. So. Eigentlich blöd, dass ich da nicht immer sofort sehe, ob da sich die Kamera irgendwie verschoben hat. Ich versuche ja alles möglichst ruhig zu halten, aber es ist halt schwierig. Also kann das Bild auch leicht verwackelt wirken. Netzball wirkt da auch gleich, aber ich setze am besten Flottball ein, der funktioniert am besten. Vielleicht klappt es auch beim First Try. Okay, das Vieh ist zäh, das sehe ich schon. Und leider auch ein Problem für meine Akani. Na warte. Ein Flammenwurf, da er sowieso nicht effektiv ist, also nur normal wirkt gegen Kasvit. Nein! Was für ein Lappen war das denn? Das gibt's ja nicht! Der Akkumat ist kaputt gegangen. Ja, super, dann war es also meine letzte Chance, das zu fangen, oder was? Naja. Ich hoffe aber, dass es nicht noch so einen Weg gibt, wo man den Akkumaten einsetzen kann. Nicht schon wieder ein Schiff. Und da ist Dias auch schon. Du hast sie also gefunden. Ich wusste doch, du schaffst das. Aber wie kommen wir da jetzt rein? Wartet. Eine schwere Brücke hat sich feierlich herabgesenkt. Mit ziemlich lautem Getöse. Wer war das jetzt? Ach, das ist Benjen. Das sollte passen. Und ich dachte, du hättest keine Ambitionen, gegen Team Plasma zu kämpfen? Meine Freunde, ich habe kein Problem mit Team Plasma. Es kann schon sein, dass sie wirklich allerlei Böses aushecken. Aber nur weil, sagen sie, sind böse, wie sie nicht vollständig verteufeln, ohne mir selbst eine Meinung gebildet zu haben. Das ist einfach nicht mein Stil. Doch wenn ihr Hilfe braucht, dann will ich euch auch helfen. So viel ist auf jeden Fall klar. Danke. Hört mal her, ihr müsst dann etwas glauben. Die gestohlenen Pokémon zu suchen ist auf jeden Fall ehrenwert. Die eine Region vor der Eiszeit zu bewahren ist ebenfalls nobel. Jeder Grund ist im Prinzip recht. Was zählt, ist das Warum. Ist das Warum. Je stärker ihr an etwas glaubt, desto stärker werdet ihr werden. Ihr und eure Pokémon. Ich war ein bisschen laut. Da sind ein paar Leute aufgetaucht. Also dann, immer schön vorsichtig sein. Ja, nee, willst du uns nicht den Kampf unterstützen? Dafür wärst du stark genug. Ja, aber ich gerade sagen. Was soll das? So ein Drückeberger! Na, vielleicht war er auch nur aus einer ganz eigene Art freundlich. Also los, nichts hier rein! Ja. Oh, Alter, was uns da Schönes erwarten wird. Gibt es sonst noch was zu Atemberaubendes zu entdecken? Ich sollte mal ein bisschen durchsurfen um das Schiff. Guckt sich das einer an. Wir hatten ja schon mal eine Begegnung mit einem Schiff in Maria City beim großen Pokémon World Tournament. Schätze ich mal, so hieß das Turnier in Maria City. Ja, ich setze weiterhin Schutz ein, weil ich mich noch ein bisschen umgucken im Wasser. Okay. Na, hier schätze ich, der Atemraum das zu geben. Nein. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt rein. Aber zuvor sollte ich meinen Akani... Hey, ich wollte ihn noch heilen! Ein Schritt rein und schon... Ja. Die überlasse ich dir. Das schaffst du auch locker, oder? Hey, er gehört zu diesem Typen mit der lustigen Badehose, der die Gangboy heruntergelassen hat. So ein Mist. Ihr habt sogar das Kasselit beseitigt, das euch im Weg versperren sollte. Ach, das Kasselit ist auch von euch noch zusätzlich. Na, Mahlzeit. Na, warte, Freundchen, das wird dir heute stehen kommen. Auf geht's, Plasma! Okay. Na gut. Akani wird trotzdem fit genug sein, diesen Plasma-Rüpel zu bashen. Und als erstes kämpfen wir gegen... Guck mal da! Los, Axel! Du bist dran! Jetzt zeig's diesen Heini! Flammenwurf for the win! Bam! Und sogar am First... One-Hit-Kill, kein Wunder.
Ganz schön stark ist mein Pokémon. Jetzt kommt die Ponytox. Also mein Häcksel beeindruckt mich immer mehr. Flammenwurf war extrem stark. Mit Schaufler kann ich auch den Deponitox trotzen. Ey, es kommt mit Toxin. Also wenn jetzt das nicht kein One-Hit-Kill wird, dann wird es mit Toxin garantiert mein Axel. Ist wieder One-Hit! Axel, der Held des Tages. Nice! Level 55. Sehr schön, noch ein Level und meine anderen Pokémon dürfen dann auch ran. Wirklich super Werte, wie was mein Axel schnappt. Was? Plasma! Ist das Einzige, was du dazu sagen kannst? Verflixt, die Gangway ist dann hochgezogen. Also gut, diesmal werde ich dieses Schiff genau unter die Lupe nehmen. Neulich in Maria City kam Violakios von dort drüben. Okay, ich check mir das auch mal ein bisschen aus, aber zuerst werde ich mein Pokémon ein bisschen heilen, das habe ich ja versprochen. Ach ja, richtig. Ein Hypertrank. Und jetzt noch schnell nach unten. Und dann seht ihr es, den Beweis, dass ich Axel heile. Entschuldigung, da ist mit seiner Hand davor gewesen. So, jetzt geht es meinem Axel schon viel besser. Jetzt noch schnell herrichten. Es ist blöd, dass ich die Kamera dann immer sofort richten muss. So, aber jetzt können wir weitermachen. Zeit, diesen Team Plasma-Spaten eine richtig drauf zu geben. Da ist einer, der versperrt die Tür hier. Der pennt bei der Arbeit. Na, das gibt bestimmt Ärger beim Boss. Wo geht's hier eigentlich jetzt lang? Hä? Also hier ist Dias, da geht's auch nochmal runter. Muss ich das ganze Schiff jetzt durchkämmen? Wow, ein Item? Ein Beleber. Das nehme ich gerne mit, danke. Man dankt doch vielmals für die Blumen. Na schön, aber wird hier wohl schon das Team Plasma Finale stattfinden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, da ist noch eins. Brauche ich nicht mehr. Heimzahlung. Naja, ich habe eher ein bessere Team erwartet. Okay, jetzt ist wieder nicht in der Mitte der DS, aber jetzt schon. Oh, okay. Ja, und nach den kurzen Aufnahmen Neustart, da konnten wir den Rest des Schiffs. So. Natürlich hätte ich auch ein besseres TM erwartet, aber okay. Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. So, dann müssen wir wohl Dias hier. Ich weiß auch nicht jetzt, wie ich das sagen soll. Sagen wir es mal so. Fahren wir einfach Dias. Hier ist es! Los, lass uns gehen! Ja, ich komme. Da nach unten kann ich wohl nicht. Und da warten uns wieder zwei Spaten. Wer seid ihr denn? Nur, dass du es weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Okay, jetzt wird es Zeit wieder für einen Doppelkampf mit Dias gegen zwei Plasmaspaten. Team Plasma Rüpel und Rüpel wollen kämpfen. Von Golbat und Bipitis. Wow. Also, Axel könnte beiden gegen beide helfen. Und Flambirex. Zwei Feuer-Pokémon. For the win. Geil. Flambirex hat auch einen guten Level. Also, Dias hat schon ein starkes Arsenal. Ich frag mich, wann wir auch mal wieder gegen ihn antreten, weil gegen den Rivalen tritt man hier dieses Mal sehr selten an. Na schön, ich sollte erstmals gegen Golbat Donnerzahn einsetzen. Warte, hey! Warum geht die Attacke daneben? Das ist doch nicht wahr. Na gut, Flanderex ist wenigstens schlau und greift Bipitis zuerst an. Oh, das wurde ein One-Hit-Kill. Geile Sache. Jetzt kommt die Ponytox. Na gut, ich sollte vielleicht doch mich jetzt zuerst noch um die Ponytox mit Schaufler kümmern. Und los. Und während dich du um Golbat kümmerst, hoffentlich. Auch die Akrobatik kann ihm wehtun, weil es ist auch von Typ Kampf. Ja, mit Kopfstoß greift es direkt Golbat an. Sehr effektiv? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Gesteinsattacke oder war es eine Psychoattacke? Ich glaube, eine Gesteinsattacke, aber das hat ihn selber Schaden erleiden lassen. War nicht so schlimm. Oder doch, weil es kommt Matschbombe? Wow, zum Glück. Jetzt kommt Biondragi auch noch. Zum Glück ist Flanderex nicht besiegt worden. Und Dias ist so schlau, setzt einen Hypertrank ein. Geile Sache. Also auf KI
Kumpane kann man sich auch verlassen. Wäre schön, wenn es so etwas öfters gäbe oder das ganze Abenteuer, über das man mit einem Partner gemeinsam die ganze Region durchmacht. Wird es wahrscheinlich nie, weil umsetzbar wäre es, aber ich glaube, Game Freak würde wahrscheinlich auf so etwas nicht kommen. Okay, Flammenwurf gegen Pion Draghi. Bam! Ja, das wirkt normal, weil es ist auch kein Käfer mehr, wie in seiner Vorstufe. Ich glaube, es ist Unlichtgift. Boah! Alter, das hat er abgezogen. Muss es ausgehen, wieder ein Volltreffer werden. Naja. Excel hat es zum Glück überstanden und Team Glasmorübe ist ein bisschen... Das regt mich auf! Ihr seid zu 100% Andringlinge, ganz eindeutig. Scharf erkannt. Ernsthaft. Ich muss die anderen warnen. Oh nein, wir müssen die Schalter bewachen. Schalter? Was für Schalter? Die hatten Fedelo nicht dabei. Das sind Barrieren. Der Typ vorhin hat gesagt, dass man sich auf die Schalter stellen muss, Barrieren zu deaktivieren. Chris, wir teilen uns auf und suchen nach den Schaltern. Alles klar, dann suche ich hier mal weiter. Oh, ach nein, da ist die Barriere. Achtung, die Barrieren stehen unter Strom. Okay. Ich denke, ich sollte erstmal meinen Excel heilen. Ich glaube, das braucht jetzt nicht unbedingt sehen. So, aber jetzt schnell da raus, bevor das Bild hier noch als Thumbnail endet. Das möchte ich natürlich nicht. Als Thumbnail dient. So. Dann müssen wir hier runter, weil das wäre der einzig richtige Weg. Ach du Schande. Schon wieder? Ne. Hoppla! Sieh mich nicht so misstrauisch an. Ich trage jetzt mal diese Klamotten, aber ich gehöre nicht mehr zum Team Plasma. Ich bin als Spion hier für den Fall der Fälle. Es muss schwer sein, seine ehemaligen Kameraden zu bespitzeln. Sag mal, weißt du etwas über die viele Loot, das ihr in Inventur gestohlen habt? Darüber weiß ich nichts. Das dachte ich mir. Von einer Bande, die Weltherrschaft an sie reißen wollte, habe ich auch nichts anderes erwartet. Oh je. Aber ich wollte damit wirklich die Pokémon retten. Tja, das hast du falsch angestellt. Ach, gegen die kann man kämpfen. Okay. Ich feiern! Plasma! Oh Gott, das ist wohl deren Lieblingswort. Hey, Mini, als wären die Pokémon mit dem Namen Plasma. Okay. Jetzt kommt wieder Pion Draghi. Jetzt weiß ich nicht mehr genau den Typen, weil entweder es ist Unlicht, Gift oder es ist Giftboden. Oder Unlichtboden. Das ist schwierig. Gift muss es auf jeden Fall sein. Ich probiere es jetzt nochmal mit Schaufler. Wenn es jetzt. Weil das müsste jetzt klappen. Weil es hat ja den Typ Käfer nicht mehr, so wie seine Vorstufe Pion Scorer. Ja, es ist sehr effektiv. Okay. Aber ganz knapp nicht ausgereicht. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Einmal Knirscher und die Sache ist gegessen. Ah ja, es muss von Typ Unlicht sein. Also Unlichtgift. Wusste ich doch. Okay. Noch ein Versuch. Lass mich noch mal versuchen. Sorry, Puppe. Du hast jetzt deine Chance. Pokémon sind unsere Marionetten. Wir halten sie in Pokébällen gefangen und lassen sie nach unserer Pfeife tanzen. Ja, so viel zum Thema. Wir befreien die Pokémon, hä? Sehr schön. Ja. Ist da noch so ein Spaten? Nein. Ich kann einfach nicht merken, wie man sich mit den Teleportfeldern fortbewegt. Und ein Pokémon habe ich auch nicht bekommen. Aber sogar jemand, wie ich weiß, etwas Nützliches. Um eine Barriere zu beseitigen, muss man 4 Schalter betätigen, indem man auf sie drauf tritt. Ja. Das ist wohl der Typ, von dem die es gehört hat, wie man die Barrieren beseitigen kann. Ich bin der Kämpfer Kira. Müll wie dich will ich einfach weg. Na, sagst du, dieses Mal nicht Plasma. Na gut. Soll mir recht sein. Ein weiterer Rüpel. Radigator, das ist schon mal ein härterer Brocken. Eieieiei. Da hätte Excel wahrscheinlich auch seine Probleme, weil dieses Pokémon ist ja von Typ Boden. Unlicht, Boden und Licht. Und ich glaube nicht, dass Excel einen Angriff hätte, mit dem es sehr effektiv wäre. Es bräuchte eine Kampfattacke oder eine Wasserattacke. Oder Pflanzenattacke, je nachdem. Tja, ich schätze mal, ich muss mich auf Flammenwurf verlassen, dass es zumindest großen Schaden zufügt. Aber ich hoffe, dass Radigator nicht meinen Ex mit Einschlag erwischt. Oh nein, Schaufler, verdammt. Aber halt. Das ist die Gelegenheit. Wenn es jetzt selber Schaufler einsetzt, dann kann ich mit meinem Schaufler kontern.
Weil Arcani ist sowieso schneller, also Excel. Und kann ich den finalen Schlag zufügen? Wie geil ist das denn? Yeah, nice. Geschafft. Und Level 56. Schöne Sache. Das ist eine saubere Niederlage. Ja, du sagst es. Ob mir wohl meine Pokémon abgenossen werden, wenn ich dich hier reinlasse? Ob mir wohl meine Pokémon abgenommen werden, wenn ich dich hier reinlasse? Nach dem Plan vor 2 Jahren sind sowohl die Anzahl der Mitglieder als auch die der gestohlenen Pokémon gesunken. Ja, ist auch klar, weil der ehemalige Held, also hier kommt man nicht weiter, oder? Nein. Weil der ehemalige Held oder ehemalige Heldin des Spiels euch damals platt gemacht haben. Inklusive Jesus. Ich glaube, ich sollte mal ganz schnell die Pokémon wechseln, weil, und vor allem auch das Glücksei, weil es wird dann wieder Zeit dass ein paar meiner anderen Pokémon ein bisschen Stärke gewinnen. Und ich denke da an, die Kamera bleibt noch irgendwie, oder? Da ist mir das Gefühl, die Kamera bewegt sich. Okay. Jetzt wird es Zeit für Svarones. Okay. Ist es asynchron oder was? Nein. Es geht schon. Nein, ich muss Excel. So. Okay, ab jetzt darf mein Svarones wieder ran. Und dann tausche ich noch schnell Excel an die hinterste Front. Schließlich müssen alle meine Pokémon stärker werden. Auf den ungefähr selben Level bleiben. So, und jetzt wieder zurück zum oberen Bildschirm. So sieht's doch besser aus. So, ich hoffe, das ist nicht schief. Kleinen Augenblick, ich muss dazwischen immer richten. Ist natürlich jetzt etwas nervig, aber mit beiden Bildschirmen aufnehmen, das sah auch nicht immer so besonders toll aus. Vielleicht mache ich das aber demnächst wieder, wenn es so eine Gegend gibt, wo beide Bildschirme benötigt werden. So. Okay, weiter im Programm. Jetzt müssen wir eins dieser Türen auswählen. Türen allüren. Na schön, probieren wir erstmal zu meiner Linken. Hier sind auch Plasmasparten und Betten, das ist wohl deren Schlafgemächern. Hallo! Ich bin eins der stärksten Teamplayer. Laserfehler vor der Wind. Ich bin eins der stärksten Mitglieder von Team Plasma. Man nennt mich auch Madame Cesario. Cesario. Alter, der Name dieses Pokémon ist schwer auszusprechen, aber wenn sie dieses Pokémon hat, das dürfte hart werden. Ach ja, es ist jetzt Gladiant, zieht zuerst mal ein. Okay, Svarones, du darfst wieder ran. Und mit Surfer. Zuerst setze ich aber Wasserring ein. So kann sie mein Pokémon ständig heilen. Der Metallsound wird jetzt nicht viel nützen. Okay, jetzt wieder Surfer for the win. Bash. So haben wir es doch gern. Okay. Naja, Volltreffer wäre eigentlich wahrscheinlich unnötig gewesen. Jetzt kommt noch ein Gladiantri. Und das letzte Pokémon wäre wohl Cesario. Oder Cesaru. Alter, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Ich muss das wahrscheinlich noch genau durchlesen und dann weiß ich mir sicher, wie man das Pokémon aussprechen kann. Nein, sie setzt nur Gladiantri ein. Warum nennt man sie dann so? Nach der vorher weiterentwickelten Stufe. Naja, Gladiantri entwickelt sich sowieso erst aber einen recht hohen Level zu CSRU. Der ist aber so einen ziemlich hohen Level, leider. Oder der Plan war? Ach, ich hasse das. Wenn du uns aufhalten willst, heißt das wenigstens, dass du uns ernst nimmst. Ignoriert zu werden wäre noch viel schlimmer. Aber auch du wirst nichts davon abhalten, die Welt zu erobern. Ja, ja. Sagst du. Und du, Puppe, was hast du? Ein Eindringling! Das ist ein Job für das Pokémon, das ich diesem Kind geklaut habe. Ist das etwa Fililu? Nein, oder? Bist du etwa diejenige, die Fililu geklaut hat? Nein, Zuru-Keks. Okay. Wie du willst. Ich nehme wieder die Herausforderung an.
Sturzflug wäre jetzt zu heftig, ich setze Fliegen ein. Hier könnte ich zum Beispiel Aeroast schon eher brauchen, weil Zurokex ist wirklich kein Gegner, mit dem man eine starke Flugattacke braucht, um es zu bashen. Okay, Zurokex wäre schon mal down. Und ein Level Up fürs Varoness. Sehr schön. Jede Menge Erfahrung und Steps-Erhöhung. Jetzt kommt Cleopatra, das ist schon eher ein bisschen härterer Brocken. Vor allem ist das Pokémon recht schnell. Da setze ich doch Sturzflug ein. Obwohl, Wasserring wäre sogar noch besser, wenn ich das einsetzen würde. Aber egal, Sturzflug macht das Pokémon fertig. Aber es zieht auch ganz schön viel ab. Egal. Dann ist das Pokémon schwach. Sofort ein neues klauen. Dazu wird es nicht mehr kommen, Fräulein. Je mehr Pokémon wir stehen, desto weniger Trainer gibt es auf der Welt. So sind auch die Zahlen unserer Gegner. Dazu wird es nie wieder kommen, ich schwör's euch. Aber ich frag mich, wer dann die Bösewichte in der 6. Generation sein werden. Ja, ich hab schon gesehen, wie die 6. Generation aussehen wird. Episch. Aber ihr müsst euch dann selber mal ein Bild davon machen. Im letzten Part habe ich beschlossen, nämlich noch einen Trailer von der 6. Generation hinzuzufügen zum Abschluss und selber es noch zu kommentieren. Wenn ihr mal Interesse habt, dann schaut vorbei. Verpasst auf keinen Fall den letzten Part. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch dauern. Okay. Erstmal muss ich hier noch weitermachen. Jetzt weiß ich nicht, probiere ich mal den Teleporter aus. Das ist wieder ein Labyrinth-Chaos. Was ist das hier? Es hat sich angehört, als ob in der Wand eine Barriere deaktiviert wurde. Ah, ich habe einen der Schalter gefunden. Das ist nice. Okay. Oh, bin ich in einer anderen Kabine? Sehen Ihre Pokémon Reshiram, das die Anna erschaffen hat. Ah, sie hat für mich Reshiram eintragen lassen. Und Zekrom, das andere legendäre Pokémon. Für Zekrom wurde auch ein Eintrag im Pokédex eingetragen. Zum Pokémon wäre es ein leichtes über eine Region zu beherrschen. Ja, aber da hast du Pech gehabt. So, und wo muss ich jetzt lang? Bin ich immer noch... Ja, ich bin ja eigentlich immer noch hier. Aber so viele Teleporter, das ist doch nicht normal. Weil nicht wissen, dass ich was verpasse. Und es sind immer wieder neue Trainer. Ja, neue Rüpel. Unser König ist verschwunden, aber wir sind noch hier. Okay, ich muss das mit dem richtig ziehen. So. Gut, der nächste Team Plasma. Warten. Los geht's. Okay, jetzt kommt wieder die Bonitox. Das wird hart. Diesmal habe ich ja mein Svaroness. Ich hoffe, das kriegt es hin. Okay, wieder Zeit für Sturzflug-Action. Und bam! Vielleicht hätte ich vorher Wasserring einsetzen sollen, aber egal. Auch das noch! Jetzt kommt Toxin! Scheiße, nein! Nicht das auch noch. Verdammt. Okay, dann setze ich nur schnell Surfer ein und bevor das nächste Pokémon kommt, setze ich Top-Genesung ein. Also, bevor ich gegen das nächste Pokémon antreten werde. Ach, das war's schon. Ich bin seekrank. Such dir einen Kübel oder was auch immer. Na toll. Okay. Dann werde ich fürs Essen noch die Hypereile einsetzen. Ich kann nicht... Hey, ich habe jetzt keine Lust, ein vergiftetes Pokémon mehr rumzuschleppen. Sorry. Das soll nicht böse gemeint sein. Aber ich bin froh, dass Game Freak wenigstens jetzt dieses ständige Flimmern rausgenommen hat, wenn bei jedem Schritt, wenn ein Pokémon vergiftet ist, verliert es bei jedem Schritt außerhalb eines Kampfes auch KP. Das war bis zur Pokémon Herzgold und Seelensilber der Fall gewesen. Das war wirklich nervig. Und da sah man ständig dieses ständige Flimmern. Das war echt bescheuert. Ich bin froh, dass Game Freak das seit dem ersten Teil von Schwarz und Weiß herausgenommen hat. Ziel erfasst. Ich werde es umgehend eliminieren. Nicht, dass ich dich zuerst eliminiere, Freundchen. Sehr schön. Die nächsten Plasma Spaten. Und ab geht's. Rollum. Okay. Dann wollen wir mal. Da haben wir wieder die besten Chancen gegen Käfer-Pokémon. Fliegen reicht ja auch aus.
Die Agilität wird auch nicht viel helfen. Wozu muss eigentlich nur Konkon schneller werden? Aber als, wie ist nochmal die weiterentwickelte Form? Alter, ich hab schon wieder vergessen. Aber vielleicht kommt es dann gleich. Guck mal da, nein, das wird guck mal da sein. Jetzt habe ich nicht geachtet, wie viele Pokémon er noch hat. Ich schätze mal, das war sein letztes hier. Surfer, for the win! Bash! Bam! So. Ach nee, das gibt's ja nicht, ein KP! Boah, auch das noch ein Volltreffer. Scheiße. Okay, noch einmal Surfer. Volle Pulle! Keine Rücksicht auf Verluste. So, aber jetzt geht's weiter. Sie hat mein Pokémon mit. Mann, was in aller Welt ist dieser Trainer? Glaube ich, hat er gesagt. Ist egal. Wir von Team Plasma werden nicht ruhen, bis alle Pokémon uns gehören. Und wenn es dann einmal so weit ist, gehört die Welt uns. Träum mal weiter, du Spaten. Also ich schätze mal, diese Teleporter führen entweder in ein anderes Zimmer oder sie führen praktisch zu den Schaltern. Womit ich dann, hier zum Beispiel wieder. So, womit ich dann die Barriere ausschalten kann. Geil. Okay, vielleicht sollten wir zuerst mal die ganzen Zimmer durchwühlen, damit wir alle Plasmasparten aus dem Weg haben, die uns noch nerven könnten. Da ist noch... Nein? Hä? Die Betten in diesem Zimmer sind alle unbenutzt. Wenn du mir... Ich glaub's, überzeug dich selbst davon, bevor du dich ausruhst. Ach so, wir können uns... Wir können uns sogar noch heilen. Sehr nice. Das ist fair. Jetzt kommt ein Magma-Aressierer. Der ist für das Pokémon Magma. Wenn man es tauscht und dieses Item zum Tragen gibt, dann entwickelt es sich zum Magbrand. Und nach den kurzen Aufnahmen Neustart, den ich beinahe verkackt hätte, geht es weiter. Gut, dann suchen wir mal mit dieser Barriere. Was sage ich Barriere mit diesem Teleporter? Ach, wieder ein anderes Zimmer. Da waren wir schon, oder? Ja. Wir haben die Uniform. Moment, was war das? Wir haben neue Uniformen eingeführt. Das soll den König signalisieren, dass er bei uns nicht mehr willkommen ist, wenn er jetzt wieder angekrochen kommen sollte. Also die haben jetzt was gegen N. Wir von Tito Plasma, wenn ich... Ah, die haben wir schon. Okay. Sind wir wieder in diesen Raum gelandet. So, dann checken wir mal diesen Raum hier aus. Guten Abend, was geht so? Ah, wir ein paar Kämpfchen. Soll ich dir demonstrieren, wie gut ich mit dem Pokémon umgehen kann, den man mir zugewiesen hat? Du und mit Pokémon umgehen können? Da lachen ja die Hühner. Zeig mir mal, was du kannst. Smogmog, okay? Dagegen weiß ich nur eine Antwort. Svarones! Ja. Smogmog passt ja wirklich perfekt zu ins Geschehen, so wie Team Rock, so wie eins bei Team Rocket mit James. Oh nee. Warum schaffe ich keinen One-Hit-Kill? Ich schätze mal, da brauche ich noch ein paar Level, bevor das soweit sein kann. Okay, dann setze ich noch einmal Fliegen ein. Ich hoffe, das trifft auch, weil die Attacke ist auch nicht so unbedingt treffsicher, so wie Surfer. So, Bams, und weg mit den Spaten. Smogmog! Ja, so ungefähr wird es morgen. Plasma! Oje, das geht nach hinten los. Nicht schon wieder. Aha. Ich bin Team Plasma beigetreten, weil ich gehört habe, dass man dort starke Pokémon zugewiesen bekommt, mit denen man machen kann, was man will. Aber das Pokémon, das ich bekommen habe, ist einfach zu nichts zu gebrauchen. Ja, Pech, würde ich sagen. Okay, die Aufnahme sieht noch gut aus. So, was ist mit dir? Hallo. Ganz schön dreist vor dir, dich einfach so in unser Versteck einzuschleichen. Tja, ich denke, es ist eher dreist von euch, dass ihr einfach Alarm macht in der einen Region. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich übernehme das jetzt, ich bringe das jetzt zu Ende, was unser Spieleheld, spielbarer Charakter im letzten Teil angefangen hat. Und zwar mit Surfer räumen wir erstmals das Rokaiman aus dem Weg. Damit fangen wir jetzt an. Bam. Okay.
Level 54, das nenne ich nice. Sehr schön, immer weiter. Jetzt kommt Radikal. Ein Klassiker unter den Pokémon. Wurde auch oft von Team Rocket eingesetzt. Tja, Game Freak denkt auch nostalgisch. Oh, je. Gute alte Zeit. Oh ne, jetzt kommt auch eine Gewissheit. Also ich bin gewiss, dass du das hier auch nicht so richtig trotzen kannst. Was, Radikali? Nee. Bam. So. Gut. Immer der so stark ist, wir dürfen auch ruhig ein bisschen Dress sein. Wir sind reich sein. So, vergesse ich schon die Stimme. Bei uns hängt niemanden mehr den Traum von der Befreiung der Pokémon nach. Wer bis heute Team Plasma treu geblieben ist, strebt nur nach der Weltherrschaft. Ja, wusste ich es auch so. Haben sie diesen blöden Plan aufgegeben. Okay, jetzt sind es wieder so viele Teleporter. Nehme ich mal den hier. Nein, falsch. Ich meine, habe ich jetzt schon alle Räume durchkämmt? Schätze mal schon, ja. War ich denn hier schon? Nein. Oh, was war das jetzt? Achtung, Achtung. Eindringling an Bord. Alle Mann auf Gefechtsstation. Oh, oh. Habe ich jetzt einen Alarm ausgelöst oder was? Wir werden siegen. Auch wenn wir dieses Mal keine Heldendeckung haben. Sie reden auch wieder von N. Okay. Sie redet auch wieder von N, wollte ich sagen. Okay. Aber jetzt. Kapuno. Oh, 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 ein Drache. Okay. Das ist eigentlich eine kleine, nette Herausforderung. Diesmal setze ich gleich das Wasserring ein, um immer jede Runde ein bisschen KP zurückzubekommen. Und es kommt auch schon mit Kraftschub. Eieiei, caramba. Aber das wird dir nichts nützen, denn jetzt setze ich Fliegen ein. Flieg los, mein Großer. Und zeigst den Kapuno. Bissattacke. Das hätte nichts gebracht. So. Kapuno wurde auch wieder erledigt. So. Was haben wir jetzt noch für einen Spaten vor uns? Noch ein Kapuno. Meinetwegen. Und dank Wasserring wird die KP jedes Mal wieder aufgefüllt. Das ist nice. Okay. Flieg los! Drachenpuls ist schon mal eine härtere Attacke. So, aber jetzt. Das müsste nicht, solange man zwar ohne es fliegen kann. Es war eine ziemliche Dreckskeil-Taktik, aber hey. Oh, Sneebel. Auch ein harter Brocken. Von Eis und Unlicht. Da hätte Lucario auch die besten Chancen. Gegen dieses Team hätte Lucario wirklich die besten Chancen gehabt, aber naja, ich will mal mein Pokémon ziemlich auf den gleichen Level bringen. Als nächstes kommt sowieso Lucario dran. Wenn mein Zwarones erstmal Level 56 erreicht hat. Das wird bald geschehen. Plasma! Plasma! Ein Hoch auf Plasma! Mein Gott, wie oft sagen die das noch? Wenn wir von Team Plasma die andere Region erobert haben, kehrt vielleicht auch unser König zurück. Auch die schert sich um den König. Aber, oje, jetzt habe ich tatsächlich einen Alarm ausgelöst. Heißt das etwa, dass die ganzen Team Plasma-Spaten jetzt noch einmal gegen uns antreten werden? Nein, anscheinend nicht. Ah, vielleicht die da draußen. Hm? Na? Nein. Aber ernsthaft. Hier habe ich einen Alarm ausgelöst. Vielleicht muss ich da runter. Diese, einen Teleporter? Nein. Alter, jetzt kommt ein ziemliches Labyrinth raus. Da muss ich eben den da unten nehmen. Versuche es mal hier. Ich meine, irgendeiner muss es sein. So. Der war es auch schon mal. Das ist nice. Ich glaube, in jedem Raum gibt es einen Teleporter, der direkt zum Schalter führt. In jedem muss es einen geben, weil ich glaube, es gab 6 Barrieren. Und wir haben jetzt schon so einige davon erledigt. Waren wir hier schon? Nein, falsch. Oh, komm, wir kurz mal das Genick richten. So. Und jetzt nach unten. Falsch. Daneben. Da, zur linken, nach unten, und fail. Gut, dann versuchen wir es eben da oben, das ist die letzte Möglichkeit, da muss es jetzt klappen. Bingo,
Es hat sich angehört, sehr... Ja. Alle Barrieren! WTF, ich dachte, das wäre noch nicht alles gewesen. Okay. Sehr nice. Aber ich sollte erstmal die ganzen Teleporte hier noch auschecken. Weil womöglich führt es auch in Räume, wo ich nur mit dem Teleporter ran kann, weil es gibt da immer genügend Items, die man noch sich holen kann. Nein, es sieht nicht so aus. Oh, die sind verschoben. So, ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Ein Blick, ich muss kurz austesten. Ja, es scheint zu funktionieren. So. So, also hier gibt es auch nichts Gravierendes. Das wäre schon mal ein Fake. Also das wäre schon mal ein Fehlraum. Das ist nur fürs Heilen alleine. Die Teleporter bringen einen nur in andere Räume, die wir schon durchgekämmt haben. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lame, wenn ich jetzt nochmal die ganzen Teleporter auschecke, aber was soll ich machen? Ich will ja sicher sein, dass wir nichts ausgelassen haben. Möglichst sicher sein. Okay. Dann da oben, da war glaube ich der Schalter, den wir schon aktiviert haben, oder? Ja, den haben wir schon aktiviert. Also wir haben tatsächlich alles schon aktiviert. Wir könnten also jederzeit drüber. Also wir können schon jederzeit raufkommen. Na schön. Okay, was gibt's hier? Nichts Gravierendes. Hier sind wahrscheinlich jetzt vier Teleporter wieder. Da ist auch nichts. Sorry Leute, dass ich euch das noch antun muss. Bitte entschuldigt vielmals. Aber ich will ja sicher gehen, dass wirklich nichts übersehen wird. Okay, da ist auch nichts. Mann. Das ist echt schwierig jetzt gerade so zu zocken. Wenn man die ganze Zeit gebückt Stellung halten muss. Okay, also hier ist nichts. Dieser Raum ist auch nur als Zirre. Die Teleporter führen auch nicht ins richtige Ziel. Ins richtige Ziel. Zum richtigen Ziel. Okay. Checken wir noch nur noch diesen letzten Teleporter aus und dann gehen wir weiter. Nein? So, und hier ist wahrscheinlich der Schalter gewesen. Ja. Ich glaube, das war auch der erste, den wir aktiviert haben, wenn er mich nicht alles getäuscht hat. Ich weiß es nicht mehr. Okay, was haben wir hier? Nichts. Okay, wir haben ja unser Pokémon geheilt, schätze ich mal. Dann gehen wir wieder nach oben. So. Jetzt können wir da rein. Aber was uns hier hinter erwartet, das erfahren wir im nächsten Part. Also... Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat und wir sehen uns dann wieder beim nächsten. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Danke fürs Gucken, seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Auf Wiedersehen und tschüss, liebe Leute.